Hallo liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Steel Division 2, heute mit der Mission Autobahn zur Hölle. Wir müssen die Deutschen vertreiben. Die Deutschen sind gut aufgestellt, die haben sehr viele Panzerabwehrkanonen hier in der Einheit. Sie haben aber auch Tigerpanzer, hier noch nicht, hier haben sie Stuks und sie haben wohl auch 8-8er. Wo sind die 8-8er? Sind die hier? 105er. Hier, 8-8er. 4 Stück davon. Und sie haben Tigerpanzer. Wir hingegen kommen hier mit IS im späteren Verlauf. KV-1, KV-1S, KV-1E, KV-85. Und außerdem IS-Panzern. Und hier hauptsächlich Infanterie und Panzerabwehrtrupps. Das Ganze wird ziemlich lustig. Und ich würde sagen, wir klicken mal direkt rein hier. Außerdem, ich habe die Mission schon mal kurz angespielt, hat der Gegner auch so feste Stellungen. Eine Stellung ist, glaube ich, hier im Wald. Und eine ist hier auf der Freifläche. So, wir brauchen auf jeden Fall Aufklärung. Und den brauchen wir am besten hier. Ich hätte gerne Infanterie. Die können wir ruhig hier hinsetzen. Mit einem Offizier. So. So, der Aufklärungspanzer stellt sich hier hoch. Die Infanterie geht dahin. Außerdem Panzer. Ich hätte gerne den KV-1 als Chief Master Panzer. Ich könnte ihn hier lang führen. Ich könnte ihn aber auch hier über den Bergrücken führen. Und zwei KV, machen wir mal drei. Drei Stück. Und, die Aufklärerflugzeuge kriegen wir erst in Phase B. Und Artillerie haben wir am Anfang auch nur den KV-1E als 203mm Version. Das ist dann quasi eine Art KV-2, nur noch ein bisschen fieser oder was. Obwohl, hier steht jetzt 76mm. Hä, das ist ein bisschen verwirrend. Hier steht 76mm und oben in Klammern steht aber 203mm. Na gut, die Panzer führe ich auch mal hier hoch. Und dann legen wir mal los hier. Hier in dem Wald steht auf jeden Fall was. Ich habe vorhin die Panzer hier lang geführt, die wurden einfach nur zusammengeschossen. Von der 75mm Kanone. Hier oben steht auch eine 8-8er. Die kann hier längs die Straße runterschießen. Das ist echt mies, ne? Wenn ihr das euch das anguckt. Die steht genau irgendwie so, dass sie in die Straße, in die Flucht da reinschießen kann. Irgendwie so hier. Das ist echt gemein. Und er hat auch hier ziemliche Befestigungen überall, wie ihr seht. Ich glaube, wir bewegen uns mal. Ach, guck mal hier. Hallo. Erstmal die Mörser von ihm hier rausnehmen. Der Offizier macht mal den Pseudo-Spot und geht mal hier vor. Panzer greifen da die Mörser an. So, der Scout-Panzer ist da. Da ist eine Flugabwehrstellung. Die Gase,
So, auf den LKW dort, auf den Scout-LKW. Wäre wichtig, wenn der rausgeht. Das sind Haufen Infanteristen, die hat er jetzt abgeladen. Wir machen das mal mit einem anderen Flankenmanöver, nicht frontal. Wow. Ja, ja, der hat hier echt gute Panzerabwehrstellung. Die KI agiert da nicht wirklich optimal. Er schickt da auch immer blindlings die Einheiten rein. Das ist nicht cool. So, mal. Ah, Mist. Okay, die sind in Schockstarre. Das ist schon mal gut. Aber hier der IS. Der hat schon Probleme. Und zu dem frühen Zeitpunkt ist es natürlich scheiße. Der klärt ihn nicht richtig zuverlässig auf. Oh shit. Ja, die 75mm Kanonen sind echt fies. So, das MG da drüben vielleicht. So, das wird meine Panzer 1 Einheit. Der Scout wird meine Panzer 2 Einheit. Kriegen wir die eventuell auf. Wo schießt er denn hin? Das ist ein Bunker. Das ist. Oh, jetzt kommt da noch Info. Kommt noch Artillerie dazu. Jetzt sind sie auf Rückzug. Okay, dann schießen wir auf ihn. Schießt er mit HE. So, hier die Panzer. So, kriegen wir die eventuell raus mit den HE-Granaten? Jawoll! Schieß am HE auf den MG-Bunker dort. Der trifft echt unzuverlässig. Guck mal, wo der hinschießt. Es geht sonst wohin, die Schüsse. So, da ist die 7-5er. Oh geil, der ist raus. Der ist raus. So, wie ist hier die Lage? Einfach ran dort. Der Offizier geht auf nicht schießen. Alle anderen überrennen da einfach. Der ist schon mal auf Schockstarre, das ist gut. Der kommt leider nicht an die Flak daran, was optimal wäre. Diese Bunker rauszuschießen ist echt so eine Sache. Warum die jetzt frontal angreifen, weiß ich nicht. Okay, der ist raus. So, dann die Panzer bitte hier hinten lang. Genauso mit der Infanterie. Wir müssen flankieren. Ihr kriegt noch einen Aufklärungspanzer mit dazu. Außerdem noch Infanterie. Und den Artillerie-KV. Das MG ist... Okay, das MG ist raus. Das ist gut. Auf wen schießt der? Er kann nicht schießen. Keine Ziele. Versuch dich mal hier in den Wald reinzuarbeiten. Obwohl das, glaube ich, gegen die 75er... Kann er blind auf die Stelle schießen? Nee, ist leider nicht. Oh, doch, hier. Jetzt.
Mit MGs auf ihn drauf. Gut, die haben aufgegeben hier. Die haben auch aufgegeben. So, jetzt kann er sich mal hier in den Wald rein bewegen. Und ihr seht schon, hier oben steht einiges. Ich versuche den jetzt wirklich zu flankieren. Er wird angegriffen. Ja, hier ist immer noch diese 75 mm. Kommt jetzt auch Arti mit. Oh, die ist raus. Sehr gut. Oh, er greift ihn da oben an. Lass das mal. Geh mal auf effizienter Schuss. Geh mal hier rein. Schalten mal die Waffen aus. So, was steht hier oben? Das kann man nicht richtig sehen. Wir müssen so langsam mal anfangen, Punkte einzunehmen. Wir könnten ihm auch mal noch zwei Panzer als Unterstützung hier mit ranführen. Am besten aber hier lang. Ah, der hat den Aufklärer da oben zerstört. What the fuck? Auf die Entfernung? Krasser Scheiß. So, das ist unser, also die Distanzwaffen sind halt echt gut. Eine 37 mm Flak dort, die muss erstmal raus. Okay, die ist raus. Dann auf ihn. Okay. Geh mal dahin, wir machen die Waffen wieder aus. So, der Offizier geht mal hier in den Wald rein, um da zu spotten. Wir müssen jetzt wirklich gucken, dass wir Punkte bekommen. Der spottet nichts. Scheiße. Hier oben ist auf jeden Fall was. Oh Gott, da kommt schon Artillerie. Wir sind also gespottet. So, dann die Infanterie. Das wird jetzt spannend. Ich frage mich, wozu dieser KV da gut sein soll. So, wie ist hier die Lage? Nein, schon einige, seht ihr das? Da.
Ich hole mal die Panzer hinterher. Das ist mein Fokusfeuer hier. Dann auf die auf Rückzug schießen. Wir haben einen Punkt, das ist schon mal gut. So, die sind auf Rückzug. Dann alle hier in den Wald rein. MG drauf. So, die Panzer machen da einen guten Job. Kommt schon, der muss da raus. Was ist das? Eine 45 mm oder was? Ladeschütze verwundet. So, auf die Infanterie dort. Die geben auf. So, die führen wir nach. Die Panzer jetzt hier. Ladeschütze verwundet. Können wir uns Unterstützungseinheiten holen? Jo. Dieser komische... Mal kurz auf Pause. Dieser komische Artillerie-KV. Ich habe keine Ahnung so richtig, wie der funktioniert. So, jetzt haben wir hier Panzer stehen. Da ist ein Stuchs, da ist ein 8-8er. Das ist natürlich tödlich hier. Wir können die Panzer mal hier hinführen, durch den Wald. Hoffentlich kann er da nicht durchschießen. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall Artillerieunterstützung. Und zwar in Form von Mörsern hier. So. Außerdem... Ach, guck mal, wir haben noch Scouts hier. Wir müssen jetzt hier mal anfangen mit Spotten. Und wir müssen hier mal die Infanterie nachführen. Knallt hier in den Wald rein. Guck mal, unterstützen die. Kommt schon. Ja, hier, das MG muss raus. Das ist schon auf Schockstarre jetzt, das ist sehr gut. Kommt schon. Okay, können wir hier irgendwas... Müssen die 8-8er rausnehmen. Das ist das absolut gefährlichste, was da steht. Hier, die 8-8er. Das sind sogar zwei. Wisst ihr, was ich jetzt mal mache? Das mache ich sonst nicht, aber ich würde das gerne mal speichern.
Einfach um zu wissen, ob das jetzt funktioniert mit den 8-8ern, ob wir die da rausgehen mit den Panzern oder ob wir vorher hier rausgehen. So, auf die 8-8er. Nope, das funktioniert nicht. Er schießt zwei von den Panzern eigentlich instant ab. Das ist natürlich sehr ärgerlich. So, dann laden wir hier mal neu. Ja, Partie verlassen. Das müsste der richtige Spielstand sein, 17.04. Ah, er schießt uns dort raus, bevor wir irgendwas machen können. Okay, dann. Eventuell können wir die Panzer hier hinstellen. Wir können die ein Stück weiter. Oder warte mal, wir machen es mal ganz anders. Bleibt mal dort stehen. Ah, guck mal, er knallt doch schon mit der Artillerie rein. Das ist gut. Wir müssen so langsam ihm echt anfangen, hier die Punkte wegzunehmen. Ansonsten wird es nämlich dünn mit dem Gewinn. So, das sind die Mörser. Die wären Team 0. Brauchen da jetzt wieder ein Spotting. Das ist gerade das Problem. Wo sind die beiden Scouts? Hier. Auf wen schießen die denn? Ach, auf ihn. Shit. Разговорчики в строю. Молодец, молодец. Nee, das. Okay, gut. Ich lade das jetzt tatsächlich nochmal. Weil die Idee da, die Infanterie da hinten lang zu führen, die bringt nichts. Die führt zu absolut gar nichts. So, er haut da jetzt wieder Kadusha rein, wie ihr seht. Oh, jetzt müssen die Panzer aber rein. Weil jetzt sind die alle auf Schockstarre. Das können wir jetzt nutzen, um hier. Da auf die 8-8er drauf. Komm, weiter, 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 weiter. Auf die 75 mm dort. Sehr gut.
auf die hier. Sehr gut. Und jetzt auf den Pan, auf die Stellung dort. So, die Mörser sind da. Das war jetzt gut. Jetzt müssen wir uns nur noch den Punkt da sichern. So, der Versorgungs-LKW ist unterwegs. Die T-34er sind unterwegs. Der hat mir den Artillerie-KV zerstört. Hier! Er ist raus! Gut, die Mörser sind da gespottet. Scheiße. Von wem denn? Schnell weiter. Ach, weil hier Artillerie steht. Das wäre fast schief gegangen mit den Mörsern hier. Der Punkt gehört uns immer noch nicht und wir haben bald verloren, wenn es hier nicht weitergeht. Der wird jetzt wieder oh shit. Raus jetzt rein mit den Panzern. Und vor allen Dingen den Scout jetzt hinterher. So, wir haben den Punkt, aber wir haben. Ne, wir haben den Punkt noch nicht. So, dann jagen wir den mal, dass der da rausgeht. So, wie sieht es jetzt hier aus? Wir haben den Punkt, der haben sich welche ergeben. Was haben wir denn da für einen Panzer? Das wird ein Tiger sein. Was ist mit unseren Mörsern? Wow, von denen sind jetzt noch zwei übrig. Ne, hier sind die restlichen, okay. So, Team 0. Wo sind denn die restlichen Punkte, die wir einnehmen müssen? Ach, dort.
Am Arsch der Welt. Hier hängen halt immer noch welche in den Wäldern drin, ne? Ah ja, und hier oben. Okay, gut. 2 von 3 haben wir jetzt. Das wird ein Tigerpanzer sein. Er hat uns den Punkt wieder weggenommen, die Sau. Scheiße. Nee, ist ein Stuck. Zwei Stucks. Wow. Kommt schon. Gott. Der Punkt gehört nicht uns. Den einzigen Punkt, den wir haben, ist der. Wir haben aber noch die ganzen T-34er. Was denn jetzt? Warum springt der da rüber? Wir müssen mal hier den Winkel verändern, dass die nicht durch den Wald schießen können. So, die Mörser schießen da jetzt hin. Uns gehört der Punkt wieder. Hier haut jetzt voll die... voll die Artillerie reingehauen. Alles muss halt aus dem Wald da raus. Kommt schon. Daraus. Gut, wie sieht es hier aus? Ja,
Schieß! Da oben sind Tiger. Ja, er schießt uns ja jetzt die Infanterie aus dem Wald da wieder raus. Aber wir haben den Punkt, das ist schon mal gut. Der hat bald keine Munition mehr, oder was? Alter, was ist da alles drinne? Da ist eine Panzerschreckeinheit. Welche ist das? Oh oh. Jo, jetzt wird's ekelhaft hier. Der hat da so viel Infanterie stehen, das gibt es nicht. Dass der da unsere Panzer echt rausbringt, das, ja, damit hat er den Punkt wieder eingenommen. Oh, scheiße, ey. So, die Mörser kloppen da jetzt mit voller Wucht rein. Oh, Scheiße. Oh, oh. Hat er das jetzt rausgenommen, das Stück? Das Nashorn? Ja, wir haben den Punkt wieder verloren. Sieht nicht gut aus. Der hat echt einen Haufen Infanterie da stehen. Müssen ihn da jetzt hier ein bisschen unter Druck setzen. Er holt sich tatsächlich hier den Punkt wieder zurück. Und das ist jetzt schlecht. Oh oh. Und unsere Mörser gehen. Ne, erst schießen auf die hier, okay. Oh Gott, ein Tiger da oben. Oh gut, der ist raus. Ja, wir haben noch 3 Minuten. Es ist aussichtslos. Okay. Wie sieht's denn hier aus? Er fährt den kompletten.
So, die T-34er sind hier oben. So viel Infanterie, ey. Panzer da ist raus. Ja, wir müssen jetzt mit den T-34ern hier ein bisschen arbeiten. Und vor allem schnell jetzt Punkte erobern. Das wird nur schwierig. Wow, da hinten steht ein Tiger, da kommen wir. Okay, der Fehler war diesmal wieder nichts mit den Punkten anzufangen. Wir haben wieder zu spät Einheiten nachgezogen. Wir kommen auch an dem Punkt nicht ran. 2:3. Tiger auf Rückzug. Jetzt müssen wir, jetzt haben wir noch eine Chance. Komm schon. Eins zu vier schon wieder. Ja, aussichtslos. Aber es ist auf jeden Fall eine interessante Mission. Wieder ein bisschen was gelernt hier. Oh, der Tiger ist wieder da. Oh, der Tiger ist wieder da. Immerhin, wir können ja noch ein paar Verluste dem Gegner zufügen, aber der Tiger macht uns dann natürlich jetzt nass. Ja, und also der Fehler war von mir jetzt eindeutig wieder nicht die Einheiten nachzuziehen und da konsequent die Punkte auch dann wirklich wegzunehmen. Und damit verlieren wir das jetzt auch. Das ist völlig in Ordnung. Wir machen 1700 Kills, damit sind wir bei uns aus dem Team auch der schlechteste. Aber auch die geringsten Verluste. Der Punkt war einfach, ich habe wieder zum falschen Zeitpunkt nicht den Nachschub geholt. Und stand dann auf einmal rechts an dem Punkt da und er hat mich wieder komplett überrollt. Ich habe aber auch nicht damit gerechnet, dass er dort auf einmal so viel Infanterie in dem Wald stehen hat. Das war so okay, cool. Was ist da jetzt passiert? Naja, wie auch immer. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Schreibt gerne eure Tipps in die Kommentare. Also wirklich der große Fehler, der ist mir jetzt bewusst. In der Mission war jetzt einfach nicht den Nachschub ranzuholen. Mein Dank geht raus an meine großen Unterstützer. Das sind Parsival, Kulle, Ködö, 122er, Danny, Eivendal und Xynam. Und wir sehen uns wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer Oher.